Das ist ein Antwortvideo. Ich habe eben schon eins gemacht. Das war mir ein bisschen zu lang. Ich werde wohl das kurze hochladen. Das geht schneller. Ja, ich habe hier einen kleinen Trafo zwischengeschaltet, weil mein Oszilloskop kann nur von bis 5 Volt pro Division. Ich habe jetzt hier den Tastkopf auf 1 zu 10. Das Ganze hier ist direkt am Netz. Das Messgerät auch. Und schalten wir mal ein. Knallt es gleich bestimmt? Nein, leider nicht. Ja, 235 Volt. Peakspannung haben wir 322, fast 323. Den nehme ich mal hier vorsichtig. Ja, der ist fies. Nicht nachmachen, so wie ich das mache, das ist sehr unprofessionell. Frequenzmessung 50,00 Hertz. Auf der Webseite bin ich gerade draufgegangen, 50,006 steht da. 50,00. Das passt schon mal. Jetzt seht ihr noch das Signal hier von meiner Oszilloskop. Ja, das ist das Signal im Storage-Modus. Gehen wir mal raus. Ja, für langsame Signale ist der Storage-Modus einfach besser. Ist zwar nicht ganz so schön sauber, das Signal anzusehen. Im Storage-Modus. Sieht man wahrscheinlich auch im Video. Aber es ist okay. Dann, ob jetzt der Trafo das verfälscht, kann man prüfen, indem wir da direkt an die Netzspannung gehen. Ich kann schon mal sagen, der Trafo verfälscht es nicht. Genauso wenig wie das kleine Ding hier. So, jetzt sind wir da direkt dran gegangen. Man sieht, wir sind so. Und so sieht das Signal aus. Ich bin jetzt auch schon mal hier testweise näher rangegangen. Dann haut es mir natürlich raus. Kann ich natürlich mit der Position ändern, aber die Spitzen sehen genauso aus. Ändert sich gar nichts dran. Gehen wir mal hier im Storage-Modus. So sieht das Ganze aus. Ja. Das Signal ist viel sauberer als bei Eflose, also ich kann auf unseren Energieversorger stolz sein. 50,02 haben wir hier und auf der Webseite steht 50,03. 50,02 ist hier noch. Jetzt kommt hier 50,03, also das Ding stimmt wirklich. Vorhin war das nicht so genau. Oha, die Last, seit ich das erste Video gemacht habe, sinkt die Last stetig. Wir haben bei 49,99 angefangen. Wir sind schon bei 50,03. Zwischen 50,02 und 50,03. Hier haben wir nochmal eine Stelle mehr. Ja. Unser Netz ist relativ sauber. Ein schöner Sinus sieht natürlich anders aus. Ich kann euch mal zeigen, was ein schöner Sinus ist. Und zwar habe ich doch hier noch, das Teil kennt ihr doch bestimmt noch aus alten Videos, sicher kennt ihr das, ja, da liegt schon wieder ein neues Projekt, davon gibt es noch ein Video, das drehe ich auch gleich oder nachher noch, vielleicht auch morgen, mal gucken. Spoilern hier. So. Das ist natürlich saugeil hier mit. Ah. So. Und zwar haben wir hier mein Hochspannungsnetzteil oder wie man es nennen will oder Generator oder wie auch immer. Da gebe ich jetzt mal ganz unprofessionell irgendwie Strom drauf. Und dann zeige ich euch mal, was meine ZVS für einen geilen Sinus macht. Dann gehen wir hier Plus, da Minus. 10 Volt, oder war noch Strom drauf? Geht. Ja, 50,03 Hertz. So sieht der Sinus hier aus. Und dann schalten wir mal ab und ziehen den Stecker zur Sicherheit. Weil der Schalter kennt bestimmt nur eine Phase ab. Oder nur die Phase und nicht den anderen. Denn, nehmen wir jetzt mal hier den Tastkopf, kontrollieren, 1 zu 10, und hängen den mal hier direkt an den Trafo. Hängen wir den mal da dran. Und dann schalten wir mal ein.
Ich mache das mal aus hier. Schalte ich über das Netzteil ein. So, guckst du, so sieht das aus. Nein, so sieht das nicht aus. Ah, ein analoges Display, so geil. So, das sieht jetzt natürlich ein bisschen verrückt aus. Und zwar müssen wir natürlich mit der Frequenz höher gehen. Siehst du, und jetzt sind wir schon außerhalb des Storage-Modus. Das ist, weiter geht nicht im Storage-Modus. Halten wir mal ein fest. So sieht ein Sinus aus. So. Storage-Modus aus. Intensität höher. Und das den Trigger mal. Ja. So sieht das Signal von meiner ZVS aus. Wir können mal mit der Spannung. Ah, die Spannung war so niedrig, deswegen sieht er nicht so schön aus. Guckt euch das mal an, da geht euch glatt einer hoch, wa? Ja. Das ist ein Sinus. Was ihr hört, ist der Lüfter, den ich hier mit hochdrehe. Irgendwie. Ja. Dagegen ist die Netzfrequenz ein Dreck. Guckst du. Ganz sauber. Jetzt sind wir hier auf der höchsten Auflösung. Jetzt gehen wir nochmal auf mal 10. Guckt euch das an. Nix rauschen. Gar nix. Perfekto. Wir sind jetzt auf 2 Mikrosekunden pro Division mal 10. Ja. Das heißt, bei einer Mikrosekunde sind wir 1 Megahertz pro Division. Ups. Wo sind wir denn? Eine Mikrosekunde sind wir auf 1 MHz pro Division. Das heißt, wenn wir den jetzt machen, sind wir auf 10 MHz pro Division. Und wir sehen, ja, da ist nichts. Dann gehen wir mal auf 20 MHz und auf 50 MHz und nichts. Und übrigens, sowas geht auch nur mit einem analogen Hammack-Oszilloskop. Vielleicht auch andere Firmen, die können das eventuell auch. Auf jeden Fall, die digitalen können nicht über den Frequenzbereich rausgehen. Wie ihr seht, hier geht das. Ja. Wenn ihr so ein einfaches nimmt mit 100 MHz oder sowas von weiß ich doch nicht, irgendein billigen Hersteller, sagen wir auf 300 Euro, das Ding macht bei 50 MHz schon den Arsch zu, bei 100 werdet ihr ja kaum noch was vom Signal erkennen können. Deswegen schwöre ich noch auf originale Analogtechnik. Ich wollte mir auch erst ein digitales holen, aber hab mir dann gedacht, ja, wozu? Kostet weniger und ist besser. Für mich reicht's. Ja. Apropos, wie viel Saft ist hier drauf? Das ist auch mal gut zu wissen. Wir haben hier ein Vima. Die Frequenz könnt ihr euch ausrechnen. Also ich habe jetzt auf eine Zehntel Millisekunde. Das heißt, das ist eine Division wäre 10 Kilohertz, das heißt, das sind dann. Ach, scheiß drauf. Könnt ihr selbst ausrechnen. Wir haben hier auf 5 Volt pro Division durch 10 sind 50 Volt, das heißt, plus minus 50 Volt haben wir auf dem Kondensator. Das bei 15 Volt. Ja, also 100 Volt ist schon, ne? Und 650 kann der. Also da ist noch einiges offen, wenn man so einfache nimmt, die nur 200 Volt können, die kommen schnell in ihre Grenzen, wie ihr seht. Ja, das wird halt schon 9 Minuten und ich mache jetzt mal zu hier und ich hoffe, das war nicht zu langweilig. Bis zum nächsten Mal und freut euch schon auf das neue Projekt. Oder auch nicht, es ist ja meins.